Dann gehen wir mal zurück ins alte Lager und schauen, ob wir da ein bisschen Erfahrung bekommen. Wir haben natürlich auch ein Amulett bekommen, ein Artefakt. Schutz vor Waffen 5. Hoffentlich können wir die behalten. Wäre schon cool. So. Dann geht's hier mal runter. Wer wollte jetzt alles wissen, wo Neck abgeblieben ist? Verlass dich auf ihn. Moment mal, das haben wir ja hier im Questlog. Wo war das nochmal? Hier, genau. Schweigshütte, nein. Lugner am Damm, nee, Wasserträger für Lefty, nee, Horatio der Bauer. Aufnahme neues Lager, Rezept der Sekte, neues. Ach genau, hier, das ist es. Also Sly müssen wir finden. Okay. Also müssen wir den guten Sly finden. Sly, wo bist du? Der letzte Scheiß. Manche Namen. Fit. Der letzte. Ach, ich mag die Musik im Hintergrund. Diese Gitarre, Gitarrenseiten, Geklimper. Dusty, nein. Butler, nein. Butler, nein. Langsam wird es auch wieder dunkel. Müssen wir bald wieder unsere 10 Erz zahlen. Was ich natürlich gar nicht toll finde, weil... ich habe gerade nur noch 20, dafür halt 2 Schwerter. Und diese 20 sind natürlich nach 2 Tagen weg. Und ich habe da nur die Schwerter und die will er bestimmt nicht. Und wenn, dann sind sie ja 50 Erz wert statt 10. Und dann haben wir ein riesen Verlustgeschäft gemacht. Schatten, Butler, Schakal, Butler, hier runter, ohne zu sterben, bitte. So. Hat ja funktioniert. Wo ist, ach, das ist der mit dem Schwert. Was kann der uns berichten? Wie sieht's aus? Gut. Du hast mir einen Gefallen getan, ich tue dir einen. Ich werde Diego erzählen, dass du ein zuverlässiger Mann bist. Sehr schön. Da hat sich's ja gelobt. So. Jetzt gehen wir aber noch zu Sly, will ich auf jeden Fall. Bevor ich die Aufnahme beende. Und dann will ich nochmal zu Diego. Und ihn nochmal fragen, wie viel jetzt, wie wir uns jetzt eigentlich schon schlagen hier in dem Lager. Wir haben ja jetzt schon einiges erreicht, auch wenn's, da ist der Sly. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Natürlich habe ich hier das Amulett. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Okay, wir haben jetzt das Amulett nicht behalten können. Na, schade. Ach Mist, ich hätte das so lange behalten müssen, bis ich den drüben da besiegt hätte. Das hätte mir bestimmt geholfen. Ach Mist. Naja, egal. Wir werden den Typ auch schon irgendwann anders da besiegen. Hoffe ich. So. Wie viel fehlt uns eigentlich noch zur nächsten Stufe? Ah, nur noch 100. Ach, das müssten wir doch gut hinkriegen. So, jetzt gehen wir mal zu Diego und fragen nach, wie wir uns denn so schlagen. Hallo Diego. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Oh, Kampfkraft. Oh, Stärke. Ach, hier können wir auch Stärke lernen. Ah. Okay, aber das machen wir wann anders. Komm mal wieder. Es gibt viel zu lernen. Das machen wir echt wann anders. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karin herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal, er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden.
Er wirkte sehr zufrieden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Na, das klingt doch schon mal... Mach's gut. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Und selbst du? Grimm, was konnte denn der nochmal sagen? Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Okay. Sehr viele Informationen. Jetzt will ich nochmal mit dem hier reden. Vielleicht reicht das schon, was wir erledigt haben, um reinzukommen. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gommes Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ja gut, dann also die 1000 würde ich ja irgendwie durch das Schmieden erschleichen können. Naja. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ja, unser Held ist wenigstens nicht ganz auf den Kopf gefallen. Immerhin. Gut, jetzt nochmal in meinen Questlog schauen. Ups, das ist das Falsche. Was haben wir denn noch? Wir haben Prüfung des Vertrauens. Was war das nochmal? Diego hat mich zur alten Mine geschickt. Dort soll ich von einem Mann namens Ian eine Liste bekommen. Die Liste darf auf keinen Fall dem neuen Lager in die Finger fallen. Graham wird meine Karte geben. Ich finde ihn links. Ian wird mir die Liste geben, wenn ich ihm sage, dass Diego mich schickt. Ich würde sagen, das versuchen wir jetzt einfach mal. Dazu frage ich meine schlaue Karte, die gar nicht so schlau ist. Denn leider erkenne ich darauf nicht viel. Gut, ich würde jetzt sagen, das X markiert die Stelle. Finde ich jetzt einfach mal, sage ich. Und das würde bedeuten, wir müssen durch diesen doofen Wald. Das gefällt mir ja gar nicht. Ja, ich würde sagen, ich schmiede einfach mal mit euch ein bisschen. Gerade mal so mein Grunderz. Die Richtung ist, glaube ich, schneller. Um ein Grunderz Vorkommen zu haben. Dass ich, weil ich habe jetzt eigentlich keine große Lust, offscreen, was weiß ich, wie viel zu schmieden. Und habe aber Angst, dass ich einfach zu wenig Erz habe, falls irgendwas passieren sollte. Das können wir eigentlich mit dem Wassereimer machen. Wir haben doch einen Becher, oder? Oder haben wir den verkauft? Ja, wir haben den wahrscheinlich verkauft. Schade. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Irgendwie bist du mal da und mal nicht. Und wenn du da bist, nervst du. Naja, egal. Wenn es euch zu sehr nervt, Leute, sagt es mir. Ich kann auch ihm sagen, dass es sich verpissen soll. Aber er kämpft ja mit uns. Von daher würde ich mal behaupten, er wird nützlich sein. Vor allem, wenn wir da zu zur alten Mine wollen. Die ja, wie ihr gesehen habt, ziemlich weit weg ist und auch durch so einen doofen Wald führt. Bei dem ich ja natürlich nicht weiß, wie viel überspeichern wir mal dies hier. Schmieden. Dann wissen wir ja, was los ist. So. Verlass dich auf jemanden.
Was wollte ich jetzt? Ach ja, wir wissen ja nicht, was in dem Wald so auf uns lauert. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Da ist natürlich jede Hilfe sehr, sehr sinnvoll. So, wir haben 2 grobe Schwerter. Und ein Schwert, das wir nicht mehr brauchen, weil, nochmal schauen, Schaden 12. Und unseres hat 13, ja, glaubt, ja, doch. Also wir tun das mal hier schon mal reinschmeißen. Das hier und das hier. Der letzte Scheiß. So, dann haben wir 108 Erz sozusagen auf dem Konto. Wir können dafür Rohstahl holen, noch ein Rohstahl. Ein zweites reicht nicht, schade. Ein drittes. Dann holen wir uns dafür Erz für den Rest. Ich denke, dann haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Nee, eigentlich ja nicht. Oder doch? Moment, wir machen das anders. Ich bin ja so doof, ich bin ja so doof. So, wir haben ja hier noch, also erstmal den Rohstahl noch hier rein. So, da haben wir ja hier selber noch Erz. So. Den können wir ja dafür gebrauchen, um uns ein drittes Schwert zu holen. Gut, und dann tun wir das jetzt, Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Ja. So, haben wir jetzt 3 glühende Stäbe? Ne, wir haben erst 2. Warum haben wir jetzt plötzlich 4 Stäbe? Wir haben 4. Wir hatten doch gerade eben nur 3. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Junge. Bist du irgendwie vom anderen Ufer? Eins. 2. 3 und 4. So. Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Leben für Fähre? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebucht. Wie geht's? Was habe ich mir da für einen Typ angelangt? Ein Fable, oh Mann. Das ist wirklich nicht mein Problem. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu verprügeln. Diese Typen aus dem neuen Lager, richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Bitte sag das nicht. Hoppla, mit dem wollte ich gar nicht reden. Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Kannst du auch mal ruhig sein? Bitte für ein Weilchen. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. Lass uns lieber. So, wie viel haben wir jetzt? Wahrscheinlich. Was willst du? Teufel. Wir haben aus 3 Stählen 6 Schwerter bekommen. Seht ihr das auch? Na, wenn das nichts ist, das versuchen wir natürlich gleich nochmal. Immer wieder dieselbe Leier. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Aber er hat jetzt nur noch... Ach, er hat wieder 5 Rohstähle. Ja, sehr gut. Ich höre nicht mehr auf das. Was, er hat 5 Rohstähle?
Na, die holen wir uns natürlich alle. So. Aber wie viel braucht... Wie viel... Ach, das... Och, da hätten wir ja sogar noch zwei Schwerter übrig. Ich weiß es nicht, ob das jetzt nicht falsch ist. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch... Also ich will ja ein bisschen Erz haben. Dann tun wir noch den hier rein und tun uns 50 Erz zurückholen. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So. Da habe ich wenigstens wieder ein bisschen Puffer. Und habe sogar noch ein Schwert für mich selber. Ja, ich glaube, so machen wir das. So, und jetzt tue ich dann wieder schmieden. Mal gucken, ob wir das wieder verdoppeln können. Das waren jetzt alle. So, ich muss zum Amboss, bitte. Ich glaube kaum. Hallo, ich muss zum Amboss. So, das war Amboss. Es geht ja eigentlich doch recht fix. Also im echten Leben wäre das jetzt natürlich den Krug nehmen, aber natürlich. So, im echten Leben wäre das natürlich jetzt ein sehr, sehr schlecht geschmiedetes Schwert. Hallo, ich will zu dem Schleifstein. Lass mich zu dem Schleifstein, mein Kumpel. Gut. Also wir hatten, glaube ich, vier oder fünf, wir hatten fünf hohe Stäbe. So, wie viel haben wir jetzt Schwerter rausbekommen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wir kriegen immer das Doppelte raus, Leute. Wir kriegen fucking nochmal das Doppelte raus. So, du hast bestimmt wieder Ruhe stehen. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Ich höre nicht nach, ja, du hast wieder 5 Uhr stehen. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt mal die Session. Ich glaube, das werde ich mal öfter tun und dann immer zum Händler gehen, zum Fisk und da verkaufen, weil unser lieber Runo hat ja nicht mehr viel Erz. Aber das speichere ich jetzt natürlich ab. Und das ist so toll, dass ich meinen extra Speicherstand hole. Viele Schwerter. So. Das hat sich ja echt gelohnt, Leute. Also, wenn ihr mal in Gothic 1 Geld braucht, hier ist der Tipp von mir. Ich glaube kaum, dass ich daran was habe. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich beende die Session. Ich habe gerade gespeichert, also gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Tipp hier war echt Gold wert. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.